32-31, Flamme, ganz enges Ding am Ende. Wie viele Steine sind dir vom Herzen gefallen, als endlich diese Sirene kam heute? Boah, da sprichst du was an. Also ja, ist einfach geil, dass wir uns jetzt endlich mal belohnen können, gegen auch einen vielleicht ein bisschen favorisierten Gegner zu gewinnen. Ich hoffe einfach, dass wir jetzt diesen Schwung mitnehmen für die restlichen Spiele. Und ich habe schon richtig Bock aufs Spiel jetzt in 48 Stunden gegen Lemgo. Man hat nach Hamburg so ein bisschen die Angst gehabt. Schafft ihr das rechtzeitig, den Fokus auf die Bundesliga zu legen? Ist euch absolut gelungen, oder? Ja, absolut. Ich meine, jedes Spiel hat auch Fehler. Wir sind vielleicht nicht ganz so gut in die zweite Halbzeit gekommen, finde ich. Aber wir haben immer an uns geglaubt. Ich finde, wir haben auch zwei unterschiedliche Abwehrformationen gezeigt. Beide haben mal gegriffen, mal nicht. Das zeigt schon, dass wir viele Sachen haben, wo wir noch drauf aufbauen können. Aber der Sieg spricht erstmal für uns. Melsungen, du hast es angesprochen, wahnsinnig starke Einzelspieler auch. Spieler, die den Unterschied machen können, wie der Coach vorher gesagt hat. Wie viele blaue Flecken hast du von dieser Abwehrschlacht jetzt davongezogen? Boah, das ist mir eigentlich egal. Also bestimmt ist der ein oder andere blaue Fleck dabei, aber mir ist nur wichtig, dass wir jetzt zwei Punkte geholt haben und wie gesagt, ich habe Bock aufs nächste Spiel. Ist ja schon zum Glück bald, vielen Dank. Chrissy, kannst du dich mal kurz umdrehen und zeigen, was das hier an Kampf heute war? Kann man das sehen? Ich glaube, das sagt alles, mehr muss man dazu nicht mehr sagen. 32-31 nach Hamburg, vor allen Dingen den Fokus rechtzeitig wieder auf die Bundesliga gebracht. Und vor allen Dingen auch einen unglaublichen Torhüter heute gehabt. War es nur der Kampf oder war es letztlich auch eine Klasse heute? Es war beides. Wir sind in der ersten Halbzeit nicht gut reingekommen, was die Abwehr angeht. Da hat Clement mal wieder so überragend gehalten. Also so macht es richtig Spaß, ihm zuzuschauen. Und dann in der zweiten Halbzeit fand ich da einen kurzen Durchhänger gehabt. Aber da waren wir dann da die letzten 20 Minuten. Also da hatte ich nie das Gefühl, dass irgendwie das Spiel uns aus den Händen gleitet oder so. Und dann war es ein Spiel, was auf Messerschneide stand und dann Clement hinten drin zu haben, ist halt eine Lebensversicherung. Du warst vor allen Dingen heute auch hellwach, immer wieder Bälle geklaut, auch treffsicher gewesen. Hast du irgendeinen besonderen Zaubertrank, den du vielleicht den anderen Jungs auch geben kannst, dass sie mit dieser Wachheit auch in jedes Spiel gehen? Nee, also das ist ja immer so ein Ballgewinn, ist ja immer quasi das Ende einer guten Abwehrkette, sag ich mal. Und wir nehmen uns eigentlich vor, in der Abwehr mit viel Mut zu spielen, mit viel Aggressivität, den Gegnern zu schnellen Entscheidungen zu zwingen. Und wenn wir das gut machen, dann kommen diese Ballgewinne. Ich meine, ich glaube, unsere Halben haben halt auch relativ viele Bälle geklaut, obwohl die Abwehr nicht richtig gut war. Aber wenn wir diese Wachheit haben, die wir in der zweiten Halbzeit haben, dann haben wir auch gegen jeden Gegner die Chance, auch das Spiel zu entscheiden. Und ich finde, das muss uns Mut geben, einfach zu sehen, was möglich ist, wenn wir alle wachsam sind, wenn wir alle 60 Minuten fokussiert sind. In 48 Stunden geht es schon weiter in Lemgo. Wo man jetzt vielleicht ein bisschen Angst haben kann, ist, dass ihr heute so viel Energie gelassen habt, dass gegen Lemgo nicht mehr viel da ist im Tank. Was spricht da dagegen? Also dagegen spricht erstmal, dass unser Kader praktisch wieder voll ist. Also wir konnten auch heute richtig viel durchwechseln. Im Innenblock konnten wir die Kräfte aufteilen. Simon konnte heute viel geschont werden in der Abwehr, der mit seinem Fuß ja noch Probleme hat. Und wir haben ein überragendes Physioteam. Wir fahren da morgen hin, wir ruhen uns aus, wird nicht mehr viel trainiert und dann geht das auch. Alle 48 Stunden spielen, das machen genug Mannschaften auch so und das kriegen wir hin. Alles klar, danke dir.